Blauen Herbsttag. Endlich habe ich wieder einmal Zeit, mich an meinen geliebten Schreibtisch zu setzen, um die Unterlagen zu ordnen und Rechnungen zu schreiben. Gott, was sammelt sich hier nur in kürzester Zeit alles an? Rechnungen, Aufträge, Werbung. Schönen guten Tag, Herr Bote. Tag. Peter Betrüdig, mein Name. Tag. Ich hätte mal einen Auftrag für Sie. Ich bräuchte zum Frühjahr einen neuen Zaun. 7 Meter lang. Mit einem Rolltor. Kein Problem. Kein Problem. Das ist also in der Preiskategorie aus. Na, wir fangen bei 10.000 Euro an, den Rest kriegen Sie wieder. Aufgeben. Schon wieder ein Zaun? Ach, naja, der ist noch jung. Der hat noch so viel Zeit. Zeit zum Ausgehen, zum Tanzen. Wie gerne würde ich mal wieder so richtig einen drauf machen. So wie früher im Fass oder im Haus Zeugen. Das war cool. Night Fever, Night Fever.
doch Zeiten, voller Stimmung und guter Laune. Da konnte man auch glatt mit einem Kater am nächsten Tag noch zur Arbeit oder seine Prüfung bestehen. Der Kunde hat sich verändert. Letzter Termin. Sonst wäre ich ungeduldig. Hallo. Schönen Tag noch. Oh Mann, schon fertig? Den hatte ich ja total vergessen. Aber der war ja auch noch so jung. Nun ja, mit der Zeit ist er ganz schön in die Jahre gekommen. Im Urlaub war der. Wohin der wohl so lange verreiste? Vielleicht ins Warme. Bestimmt Brasilien. Oh Mann, wie gerne würde ich da mal hinfahren. Heiße Samba-Rhythmen, leckere Cocktails und knappe Bikinis. Aber wenn schon nicht mehr Zeit für die alltäglichen Hobbys bleibt, endlich mal wieder eine Runde Motorrad fahren. Oder die Skipiste im Schneeflug unsicher machen. Und wann hatte ich eigentlich das letzte Mal einen dicken Fisch an der Angel? Ja, Sportliche Fahrt, 10 Minuten Ski,